begrüße euch zu dem siebten Video in der Reihe Übungen für zu Hause. Heute wird Martin das Training noch einmal übernehmen. Und zwar hat er einen Solo-Drill vorbereitet aus den historischen Quellen der Renaissance, also aus diesem Buch. Ich bedanke mich schon mal bei Martin, dass er das Training heute übernimmt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis nächstes Mal. Hallo, heute möchte ich mit euch einen Solo-Drill behandeln, der aus einem tatsächlichen Fechtbuch überliefert ist, und zwar von Giovanni della Gocchia aus dem 16. Jahrhundert. Und dieser steht in der Tradition des Bologneser Fechtens. Es wird dort auch viel mit dem einhändigen Schwert gefochten. Allerdings kann der Drill genauso mit dem Langschwert vollzogen werden, mit Schwert und Schild, Schwert und Buckler, Schwert und Dolch. Da seid ihr völlig frei. Ihr könnt natürlich auch wieder verschiedene Schwertsimulatoren nehmen, um den Drill stattdessen auszuführen. Man kann sogar einfach den Drill nur mit der Hand ausführen, indem man die Handkante als die wahre Schneide des Schwertes sieht und die Oberkante der Hand als die falsche Schneide. Okay, zum Vorgehen. Ich werde euch erst einmal den Drill komplett zeigen. Dann schauen wir uns die einzelnen Schläge im Drill an und dann bauen wir den Drill Stück für Stück gemeinsam auf und wiederholen ihn am Ende ein paar Mal. Ist auch wieder ein toller Drill, um ihn sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand zu trainieren oder eben, wie gesagt, mit verschiedenen Waffen. Früher wurden solche Drills auch genutzt, um ein Gefecht zu beginnen, sozusagen Schläge in den Wind zu machen, noch bevor man auf den Gegner getroffen ist. Denn es wäre ja schade, bei einem Duell bis zum Tod nicht erst gezeigt zu haben, dass man tatsächlich was kann, wenn das Duell innerhalb von wenigen Schlägen bereits vorbei wäre. Also, erstmal der komplette Drill. Man beginnt mit dem Schwert an der Seite und zieht es. Man schlägt, man wehrt ab, man sticht und man zieht sich zurück, bis man hier wieder ist. Noch einmal ohne Kommentar. Okay, das Schöne an dem Drill ist, er verbindet schon viele Aktionen, die wir letzte Woche geübt haben. Noch einmal zur Erinnerung, in der letzten Woche haben wir uns angeschaut, wenn ein Schlag von rechts kommt, geht die rechte Hüfte nach vorne. Und das kann das rechte Bein vorne sein, aber natürlich auch das linke Bein. Und da bringen wir die rechte Hüfte weiter nach vorne, indem wir hier die Füße etwas eindrehen. Und dann zeigt unser vorderer Fuß etwas nach außen. So, schauen wir uns erstmal die Einzelaktionen an. Die erste Aktion ist das Ziehen des Schwertes. Und wir beginnen die Aktion mit einem Mittelhau. Im Italienischen wird dieser Hau ein Roverso Tondo genannt, weil Tondo für Mittelhau und Roverso von links kommt. Jeder Hau im Italienischen hat natürlich einen speziellen Namen, aber ich denke, ich werde zur Einfachheit halber diese jetzt hier erstmal auslassen, sondern die deutschen Begriffe benutzen. Also wir fangen an, das Schwert zu ziehen und direkt einmal in der Mitte zu ziehen. Und dann schlagen wir noch einmal von links oben nach rechts unten. Die Spitze bleibt aber auf den Gegner ausgerichtet. Und wir lassen die Fußarbeit erstmal komplett weg. Okay. Also schnappt euch euer Schwert. Und dann machen wir jetzt diese Aktion, die einzelnen, immer 10-mal. Also, Schwert an unserer linken Hüfte. Wir ziehen es und ziehen es noch einmal rum. Und jetzt haben wir die Hälfte rum. Man könnte jetzt ein bisschen damit anfangen, wenigstens schon mal die Hüfte mitzunehmen. Und zwar, dass hier ja zwei Heue von links sind, geht natürlich die linke Hüfte nach vorne. So, die Hand endet ungefähr in der horizontalen, auf der Höhe meiner rechten Hüfte. Und die Spitze zeigt, wie gesagt, auf den Gegner zu. Von der Seite, die Höhe meiner Hand ist auch ungefähr die auf der Höhe meiner Hüfte. Noch ein letztes Mal. Okay. So, der nächste wichtige Schlag
Die zwei nächsten wichtigen Schläge, die wir haben, ist im Deutschen der sogenannte Schleifenschlag. Und zwar aus der Position, wo wir gerade waren, nachdem wir das Schwert gezogen haben, ziehen wir die Spitze einfach direkt nach oben, also von unserem rechts unten nach links oben, machen hier im Prinzip eine Schleife und ziehen ihn nochmal vom rechts oben nach links unten. Also der erste ist im Prinzip ein rechter Unterhau, aber mit der falschen Schneide oder der kurzen Schneide. Ja, das ist der kurze Hau. Und dann kommt ein rechter Oberhau, aber auch wieder genau bis zur Mitte. Also nochmal. Und da wir ihn von der anderen Seite genauso brauchen und er genauso geht, können wir ihn von hier auch direkt zurücküben. Das heißt, wir ziehen jetzt hier als linken Oberhau mit der falschen Schneide hoch und dann als linken Oberhau wieder rum. Und dann ergibt sich eben so eine Schleife hier, die wir immer wieder hin und her machen. Also, auf geht's, 10 Mal. Okay, jetzt haben wir beide Seiten 5 Mal gemacht. Jetzt wieder die Hüfte mitnehmen. Wenn die Schläge von rechts kommen, geht die rechte Hüfte nach vorne. Wenn die Schläge von links kommen, geht die linke Hüfte vorne. Also rechts, rechts, links, links. Rechts vor, links vor. Rechts vor, links vor. Okay. Die zwei wichtigsten Sachen sind eigentlich schon fast geschafft. Jetzt kommt ein ganz wichtiger weiterer Schlag im Italienischen, das ist der sogenannte Tramazzone. Das ist ein Schlag, der tatsächlich nur aus dem Handgelenk geführt wird. Da die Schwerter ein bisschen leichter sind und ein bisschen besser, sag ich mal, fließen, sind diese Schläge etwas leichter damit zu führen. Sie lassen sich aber genauso gut mit unserem normalen Einhänder ausführen. Wichtig ist, das Handgelenk nicht hier zu verdrehen, sondern es ist eher der Unterarm, der dreht. Aber die Hand bleibt vorne und das Schwert wird auf der Bahn eines rechten Oberhaus, also von rechts oben nach links unten, einmal komplett 360 Grad rumgeführt. Wir also hier sind, 1, ja, zack, zack, zack. Das ist ein Tramazzone. Okay, den werden wir ein paar Mal brauchen. Okay, dann machen wir jetzt das Teil noch 10 Mal. Da es wirklich hauptsächlich aus dem Handgelenk kommt, gibt es nur eine sehr leichte Hüftbewegung hier. Und da der Schlag von rechts kommt, auch wenn er an unserer linken Seite vorbeigeführt wird, geht natürlich die rechte Hüfte nach vorne. Und man kann ihn natürlich sehr schnell führen oder kontrolliert immer wieder bis zur mittleren Linie. Okay, dann eigentlich der letzte Schlag oder die letzte große Aktion, die wir haben. Und zwar wieder aus der Position des Schwertes rechts an unserer Seite, dass die Spitze oder der Ort zeigt auf unseren Gegner zu. Jetzt kommt ein linker Unterhau mit der wahren Schneide. Also wir führen das Schwert hier und ziehen es hoch. Und versucht auch ruhig hier wieder eure Hüfte mitzunehmen, das heißt die linke Hüfte geht nach vorne. Denn mein rechter Fuß dreht hier etwas auf, um wirklich den Körper etwas einzudrehen. Okay, aus dieser Position direkt gibt es jetzt einen Stich. Und zwar der Stich kommt von rechts oben, geht nach links unten, dreht hier und geht wieder nach unten in diese Schutzposition. Und wir können das gleich mit der Gegenbewegung, mit dem Stich von links unten üben. Und zwar, ihr stecht immer auf den gleichen Punkt vor euch und eure Hand dreht sich genau, wenn ihr vorne seid. Und gleichzeitig dreht sich eure Hüfte wieder ein, so gut es geht.
Und ihr merkt, das ist auch schon ein schönes Workout für eure Schulter. So, und das Schöne ist, das sind eigentlich alle Schläge. Das Geniale am Drill ist, dass er sie mit verschiedener Fußarbeit zusammenbringt. Also sowohl rechte Schläge hat, wo am Ende der rechte Fuß vorne ist, als auch rechte Schläge hat, wo am Ende der linke Fuß vorne ist, sodass wir das alles, was wir letzte Woche gemacht haben, auch hier direkt üben können. Idealerweise habt ihr für den gesamten Drill ein bisschen Platz. Ansonsten macht ihr sehr kleine Schritte. Ich habe den Drill auch schon im Zug geübt, indem ich mir die Schritte mehr oder weniger nur vorgestellt habe und die Handbewegung wirklich nur mit einem Stift in der Hand gemacht habe. Es geht also alles. Okay, wir fangen an und bauen den Drill Stück für Stück auf. Als erstes war diese Aktion des Schwerziehens. Und beim Schwerziehen geht auf den zweiten Schlag unser rechter Fuß nach rechts vorne. Und da der Schlag von links kommt, drehen wir eben auch wieder ein bisschen auf. Ne? Wichtig erstmal ist aber vor allem, rechter Fuß geht vor, auch wenn der Schlag von links kommt. Also, eins, zwei. Schritt kommt beim zweiten Schlag. Nochmal, eins, zwei. Eins, zwei. So, und jetzt hängen wir die zweite Aktion dran. Nachdem wir hier sind, kommt jetzt unser Schleifenschlag. Und zwar unser Schleifenschlag, aber mit einem Schritt nach links vorne. Und da jetzt ja beide unsere Schläge hier von unserer rechten Seite kommen, müssen wir auch hier wieder ein bisschen auftreten. Also hoch und hoch. Okay. Lassen einmal nochmal isoliert die Aktion. Hoch und rum. Hoch und rum, hoch und links vor, hoch und links vor. Dann bringen wir beide Sachen zusammen. Schwer ziehen, rechts vor, hoch, links vor. Nochmal, schwer ziehen, rechts vor, hoch und links vor. Schwer ziehen, rechts vor, hoch und links vor. Rechts vor, links vor. Zwei Schläge von links, zwei Schläge von rechts. Und noch einmal. Gut, wenn wir hier sind, machen wir jetzt ein Tramazzone. Der Tramazzone ist ein Schlag von rechts und hier kommt jetzt auch wieder der rechte Fuß nach vorn. Also ihr seht, wir bewegen immer abwechselnd die Füße. Und aus dieser Position ziehen wir also das Schwert hier rum und gehen jetzt, wenn das Schwert wieder vorne ist, mit dem rechten Fuß nach vorne. Nochmal isoliert diese Aktion, lassen das Schwert fallen und ziehen es wieder von rechts oben nach links unten. Das Schwert bleibt aber die ganze Zeit auf unserer linken Seite. Okay, bringen wir es einmal alles zusammen. Ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazzone rechts vor. Schwer ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazzone rechts vor. Okay, noch einmal. Schwer ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazzone rechts vor. Okay, jetzt aus dieser Position kommt wieder ein Schleifenschlag, jetzt halt aus der anderen Seite. Das heißt links hoch, links runter und der linke Fuß geht nach vorne. Also wenn wir hier sind, rechter Fuß vorne, linker Fuß hinten, Schwert auf unserer linken Seite immer noch durch den Tramazzone. Links hoch, links runter und der linke Fuß geht nach vorne. Da
dass die Situation isoliert. Mit dem Schritt. Und dann bringen wir alles zusammen. Und ich mache jetzt ein bisschen kleinere Schritte, damit ihr besser sehen könnt. Also, Schwert ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazone rechts vor, Schleifenschlag links vor. Schwert ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazone rechts vor, Schleifenschlag links vor. Füße, wie gesagt, immer abwechselnd setzen. Wir fangen mit dem rechten Fuß nach vorne an. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag im Prinzip auf der anderen Seite. Und ihr merkt im Prinzip durch diesen einen Tramazone in der Mitte wechselt dieses Prinzip aus Fußsetzen und Schlag. Am Anfang setzen wir nämlich den rechten Fuß nach vorne, obwohl der Schlag von links kommt. Und dann setzen wir den linken Fuß nach vorne, obwohl der Schlag von rechts kommt. Jetzt mit dem Tramazone kommt der Schlag aber nochmal von rechts und wir setzen den Fuß auch rechts. Und jetzt sind wir quasi wieder synchron, Schlag kommt von links und linker Fuß geht nach vorne. Wie gesagt, versucht so ein bisschen die Hüfte mit reinzunehmen, aber wichtig ist erstmal, dass ihr grundsätzlich wisst, okay, wo kommt der Fuß hin. Gut, machen wir noch einmal bis zu dieser Position und dann kommt unsere letzte Aktion mit Vorwärtsgehen. Also Schwert ziehen rechts vor, Schleife links, Tramazone rechts, Schleife links. Und jetzt kommt unser Unterhau. Und der Unterhau kommt von links oben nach rechts unten, nach rechts oben und der rechte Fuß geht nach vorne. Also, zack, und hier müssen wir auch wieder dieses etwas aufsetzen. Also von hier ziehen wir das Schwert von links unten nach rechts oben. Und es hilft, wie gesagt, den Fuß ein bisschen, den vorderen rechten Fuß jetzt, dass er ein bisschen nach außen zeigt, dann kann eure rechte Hüfte weiter nach hinten bzw. die linke weiter nach vorne. Also das ist die Aktion isoliert. Und jetzt im gesamten Kontext. Schwert ziehen, rechts vor, Schleife links, Tramazone links, Schleife links, Unterhau von links, aber rechter Fuß vor. So, und von hier aus machen wir mit der nächsten Schwertaktion gar keine Beinarbeit, sondern stellen, wie gesagt, nur die Hüfte um, nämlich wir stechen, sodass wir am Ende mit dem Schwert links unten sind. Okay, also von hier, zack. So, genau diese Aktion, die wir vorhin geübt haben. Okay, bringen wir das zusammen. Tramazone, Schleife, Unterhau, Stich. Und jetzt geht es dann gleich wieder zurück. Aber machen wir es noch zwei, drei Mal. Schwert ziehen. Schleife, Tramazone, Schleife, Unterhau, Stich. Und noch mal ganz kleine Schritte. Schwert ziehen. Schleife, Tramazone, Schleife, Unterhau. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Tramazone, Schleifenschlag, Unterhau, Stich. Nochmal. Ziehen, Schleife, Tramazone, Schleifenschlag, Unterhau, Stich. Und von hier gehen wir jetzt wieder zurück. Die erste Aktion ist mit einem Schleifenschlag. Also von links unten nach rechts oben und dann von links oben nach rechts unten. Okay. Also nochmal alles zusammen. Schwert ziehen, Schleifenschlag,
Kramazone, Schleifenschlag, Unterhau, Stich, Schleifenschlag und zurückgehen. Ziehen, Schleife, Kramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife und zurück. Und jetzt kommen zwei Kramazone und zwei Schritte zurück. Eins, zwei. Also, schwer ziehen, Schleifenschlag links vor, Kramazone rechts vor, Schleifenschlag links vor, linker Unterhau, rechter Fuß vor, Stich, nichts machen mit den Füßen, Schleifenschlag rechts zurück, Kramazone links zurück, Kramazone rechts zurück. Das könnt ihr euch vorstellen, wirklich, wie ihr seid hier vorne, habt den Gegner gestochen und versucht euch jetzt schnell zurückzuziehen und quasi ja, das gegnerische Schwert zu parieren, wenn er euch noch etwas hinterherwirft, nachdem ihr ihm halt irgendwie in die Brust gestochen habt. Okay, dann machen wir alles zusammen. Schwert ziehen, Schleifenschlag, Kramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Kramazone, Kramazone. Und jetzt kommt nochmal ein Schleifenschlag, Schleifenschlag. Und dann sind wir fertig. Wir sind wieder genau in der ersten Position, nachdem wir das Schwert gezogen haben. Das heißt, die letzte Aktion ist, das Schwert wegzustecken und den rechten Fuß wieder ranzuziehen. Okay, gesamter Drill. Schwert ziehen, rechter Fuß vor. Schleifenschlag, linker Fuß vor. Kramazone, rechter Fuß vor. Schleifenschlag, linker Fuß vor. Unterhau, rechter Fuß vor. Stich, keine Fußarbeit. Jetzt geht's zurück. Schleifenschlag, rechter Fuß zurück. Kramazone, linker Fuß zurück. Kramazone, rechter Fuß zurück. Schleifenschlag, linker Fuß zurück. Schwert wegstecken, Füße zusammen. Dann seid ihr wieder genau an der Ausgangsposition. Gut, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch 10 Mal. 1, Kramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Kramazone, Kramazone, Schleife, wegstecken. Ziehen, Schleife, Kramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Kramazone, Kramazone, Schleife, wegstecken. Es einmal ein bisschen schneller und flüssiger. Ziehen das Schwert, Schleifenschlag, Kramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Kramazone, Kramazone, Schleife und wegstecken. Okay, ich zeige es euch einmal aus eurer Perspektive. Also wir fangen an mit dem Schwert ziehen, den rechter Fuß vor, Schleifenschlag linker Fuß vor, Kramazone rechter Fuß vor, Schleifenschlag linker Fuß vor, Unterhau rechter Fuß vor, Stich, Fuß macht nichts, Schleife rechts zurück, Kramazone zurück, Kramazone zurück, Schleife links zurück, und Schwert wegstecken. Okay, machen wir es noch einmal von der Seite. Dann seht ihr, dass das auch in kleinen Räumen möglich ist.
Jetzt natürlich mit sehr kleinen Schritten. Schwer ziehen rechts vor, Schleifenschlag links vor, Tramazone rechts vor, Schleifenschlag links vor, Unterhau rechts vor, Stich, Schleife rechts zurück, Tramazone, Tramazone, Schleife und Schwert wegstecken. Und einmal von der anderen Seite, aus dem Urwald heraus, Schwert ziehen, Schleife, Tramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Tramazone, Tramazone, Schleife, Schwert wegstecken. Okay, gut, ich hoffe, ihr habt den Drill so halbwegs verinnerlicht. Wie gesagt, macht den ruhig, so als Training mache ich den um die 50 Mal. Mit jeder Hand, mit jedem Waffen oder mit jeder Waffe, die ich trainieren möchte. Das heißt, mit dem Langschwert geht das natürlich genauso. Da habt ihr am Anfang halt nur eine Hand am Schwert beim Ziehen. Ziehen, Schleife, Tramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Tramazone, Tramazone, Schleife, wegstecken. Oder ihr habt noch eine andere Seitwaffe in der Hand. Sag mal, vielleicht ist einfach nur meine linke Hand vorne. Dann geht das natürlich auch wie für Buckler oder mit dem Schild. Dann ist das Schwert ziehen, rechts vor, Schleife, Tramazone, Schleife, Unterhau, Stich, Schleife, Tramazone, Tramazone, Schleife, wegstecken. Gut, ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall ein historischer Drill. Das heißt, ihr trainiert gerade tatsächlich so, wie sie es im 16. Jahrhundert auch gemacht haben, um Schwertkampf zu lernen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke.